Angela? Was zum... Die Tür ist versperrt. Das ängstigt dich. Sprich, was ist es? Sie kommen mich holen. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigungen welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen. Bleibt, wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still. Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Was? Ich kenne sie nicht. John? Öffnet die Tür, Joseph. Sofort. Etwas quält euch. Was? Ihr wirkt fremd, selbst eure Gewänder. Joseph, öffnet oder es ergeht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Ich kläre das. Du hast mein Wort. Lass sie nicht herein. Reverend Carver, Marshall. Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Was zur Hölle warst du? Du hattest die Abholung, ich hatte den Gerichtsprozess. Du hast noch was gesehen, oder? Jetzt weiß ich wenigstens, was du da hattest. Ja, hatte ich, was du. Mhm. Das war anders. Sie konnten mich sehen und hören. Glaube ich zumindest. Sie waren total verschreckt. Hast du noch was gesehen? Der Pastor. Der vom Spielplatz. Ich weiß nicht, hat nicht viel Sinn gemacht. Bitte was? Nein. Es war, als würde er glauben, der Teufel selbst sei hier in Little Hope. Ist das krass. Wo sind wir hier bloß reingeraten? Oh. Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Hol die andere Gruppe ein. Okay. Ich stehe hier gerade und quatsch so ganz gemütlich vor mich hin. Das müsste die einzige Polizei sein. Geh mal nur ein paar Schritte und schon kommt die nächste Sequenz. In der Polizeistation ist Licht. Stadt. Vielleicht ist er da drin. Ich habe kein Licht angemacht. Sehen wir nach, ob sie drin sind. Klar, okay. Je mehr, desto besser. Nee, war so Taschenlampen. Ach so. Hey, Professor! Hat einer seine Taschenlampe nicht sichtbar. Mhm. Hey, wer da klopft? Es ist Taylor, die da klopft. Auf nix. Hey Taylor, wir sind hier. Wir kriegen die Tür nicht auf. Wir auch nicht. Ist abgeschlossen.
Versuchen wir es mit Gewalt. In 3, 2, 1. Guten Tag. Servus. Taylor. Hi, Professor. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nichts, was uns wirklich hilft. Nur das hier. Ist ganz cool. Unglaublich. Diesen Schlüsselanhänger habe ich im Traum gesehen. Ziemlich seltsam. Mehr als seltsam. Es bedeutet was. Hier müsst ihr die Musik einfügen. Ich weiß. Nur nicht was. Da ihr hier seid, habt ihr draußen wohl keine Hilfe gefunden. Ein Besuch bei der Polizei und schon wirst du zum Detektiv. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Ach was. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Japan? Was soll's? Thailand? Vietnam? Zimbabwe? Korea? Nigeria? China? Oh, Russland. Ah. Wie mit ihr verbunden. Oh, ich hab. Wenn sie stirbt. Akte. Was passiert dann mit mir? Ich hab keine verdammte Ahnung, was hier abgeht. Nee. Aber ich weiß, diese Frau ist nicht du. I'm walking down the street. Hey, ich bin John. Andrew. Hi, ich bin Andrew. Über die Studenten in die Stadt. Haben wir da lang? Der Nebel wird schlimmer. Was ist denn hier bei dem Haus? Warte mal. Ich bin hier reingegangen. Wo rein? Rechts? Links? Links. Ja, ich bin rechts zu dem Haus. Ich hab hier wieder eine Karte. Ja, dann schießt guck dir an, ich komm gleich rüber. Das ist doch der Busfahrer, der im Auto, im Polizeiauto sitzt. Was tust du denn hinter mir? Ich bin hier drüben. Nee, ich meine Taylor. Achso. Oh, das haben wir letztes Mal glaube ich nicht gefunden. Nee. Ist rechts zum Haus, ne? Hier. Ja, rechts zum Haus. Ich bleib mal hier stehen, damit er das hier siehst, wo ich bin. Okay. Ja, da zu dem Haus und da links davon ist so eine Statue abgebrochen auf dem Boden. Ja, ich glaube, die hatte ich beim letzten Mal. Ja, aussieht wie Taylor? Nee. Dann geh mal in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Wir tauschen mal die Plätze. Kameraführung ist bei mir echt gerade echt schlecht. So halb schräg von oben. Ich hab beim letzten Mal. Ich glaube, ich habe nicht runtergeguckt. Musst mal nach unten gucken. Ah, siehst du, das habe ich beim letzten Mal nicht hingekriegt. Hä? War hier sonst noch was? Nein. Also jedenfalls habe ich nichts gesehen. Mal kurz. Irgendwie wieder zurück. Hier. Hochgehen kann man nicht. Nee. Komm
mich mal wieder auf die Straße. Ja, ich auch. Ich komme mit dir entgegen. Na, alter Prof. Na, Jungspund. Naja. Sind dir schon Haare am Sack gewachsen? Ja, so 2-3 habe ich schon. Ja, jetzt fühlst du dich männlich, ne? Ja, voll. Krieg du erstmal Arthrose. Warum sollte der Bus hier? Ja, was machen die Hämorrhoiden? Ich bin Glockenspiel im Wind. Treffen Sie wenigstens die Töne. Mhm. Für die Umleitung. Sehr schön. Wir sollten nie von hier wegkommen. Ich weiß nicht, das Brücke sieht irgendwie kaputt aus. Mhm. Ich bin so ganz okay. Ich sehe gar nichts. Also da ist so viel Licht. Mach die Klüsel auf. Das Wasser ist schwarz. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich hab's letztes Mal schon gesagt. Dunkles Wasser ist immer schwarz. So, nachts. Ja. Okay. Wer zuerst? Professor, du meinst doch, du hast das Sagen. Also... Okay, sicher doch. Ist das auch sicher? Wenn wir weniger reden und mehr laufen, sind wir schneller da. Ich will sofort von dieser Brücke runter. Und zwar ohne ins Wasser zu fallen. Ob die auch Angst vor ihrer Dusche hat? Ich denke mal ja. Ups. Jedes Mal an der Stelle. Hey! Wie war das? Verstreckt mich das Wasser auf? Mhm. Mein Gott. Immer eine ganz, ganz dumme Idee. Du hast recht. Wir müssen hier. Ja. Oh, der Held. Mir gefällt. Hey, Krähe. Mich nicht bewegen. Tsching, tsching. Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Beten wir still für ihre Seele. Ich tat nichts Falsches. Ich bin keine Hexe. Ich verdiene nicht den Tod. Ich bitte euch. Wie soll ich dir helfen? Was kann ich tun? Bitte, Sir. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst. Vergesse immer so diese Option, dass man ja auch nichts sagen kann. Der Teufel ist im Wind. Will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Der Teufel ist mit ihr. Ihr müsst sie festbinden. Ihr könnt das nicht tun. Isaac, ich bin unschuldig. Vollstreckt das Urteil. Helft mir. Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns umkommt. Meister, findet euer. So viel Zeit muss sein. Muss ja politisch korrekt sein. Ja, ne? Oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Also die derzeitige Verkleidung meiner Frau finde ich sehr scharf. Muss das nur meine wahre Gestalt sein? Los. Ist das wirklich noch zu toppen? Hast du eine Ahnung? Weißt du, was immer das Problem ist, wenn die mir solche Leute schicken? Nein.
Wasserleichen sind furchtbar glitschig. Ja. Die verlieren so viel Wasser. Ja, die sind stets inkontinent. Ja, das ist schlimm. Hilft noch die werden auch nie trocken. Hilft noch nie mal Pampers. Ne. Was habt ihr gesehen? Sagt schon! Walz Dickens. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Man warf dein Pendant gefesselt in den Fluss. Sie ertrank. Ja, da ist sie schon. Und angeschwommen. Ich komm dich holen. Sie sehen, sie sind. Okay, ich gehe zuerst. Okay, ihr zwei, kommt hier runter. Der Adler ist gelandet. Das war die Erschütterung, ja. Unerklärliches Phänomen. Was ist das da? Weg von da! Lauf! Halt, verdammt! Shit! Lass mich nicht zurück! Scheiße! Hey! Hilf mir doch mal! Halt dich gut fest! Das tut mir jetzt schon leid. Ich muss das jetzt einfach mal anders machen. Letztes Mal hast du mir geholfen. Du hast mir vorhin auch nicht geholfen. Ja. Hilfe! Hey! Helft Angela! Mach schon! Hilf die selbst. Ja, schreib erstmal fertig. Ja. Das war wirklich sehr knapp für Angela. Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Das hätte anders sein können. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, könnte die Pistole ein Lebensretter sein. Nicht wahr? Oder auch das Gegenteil. Genau. Andrew hat eine Waffe. Andrew verschweigt es. Wie klug. Zuerst auf sich selbst achten. Stimmt's? Der Schreckschrauber muss ich nicht auf die Nase binden, dass ich eine Waffe habe. Interessante Ideen. Oder glauben Sie lieber an Daniels Theorie? Und Sie sind bereits tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Oder begann erst meiner Seele Sturm.
mich setzte über die betrübte Flut der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ew'gen Nacht. Es ist möglich, denke ich. Vielleicht weiß der Busfahrer ja etwas. Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Doppelgänger, Hexen, Geister, Tod und Dämonen. Ach, ist bei uns alltäglich. Bloß all ja. Diese Seelen verbinden. Ganz normal. Wir werden es herausfinden. Hm? Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Bereit? Also schön. Ersuchen wir doch den Dichter erneut um seine kryptische Inspiration. Ich traf ihn einmal, wissen Sie? Ich treffe Sie alle einmal. Akt 5, Szene 1. Kleomenes bittet Leontes, sich seine Schuld am Tod Hermiones zu vergeben. Tut's dem Himmel gleich, vergesst Geschehenes, und wie er, verzeiht euch selbst. Dann weiter. So grausig es auch sein mag, Sie sollten fortfahren. Ja, dann lass uns mal fortfahren. Mich würde ja mal interessieren, wie die Tode aussehen von den allen. Halt! Wäre auch was, ja. Und wie sie nicht Erde sterben müssen? Ich spiele einfach so, wie ich spielen kann. Wenn ich es dann doch überlebe. Es war wie in einem Albtraum, habt ihr das Ding gesehen? Der klaffende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Weiß auch nicht. Hat mich selbst überrascht, wie ich meinen Arsch gerettet hab. Du warst echt toll. Das Ding, was auch immer es war, ist noch da draußen. Vielleicht verfolgt es uns schon. Es trug Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Das kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Verschwinden wir hier. Ja, tief und schnell. Gerne doch. Oh, hier an der Ecke war. Hier liegt Isaac. 43 Jahre. Gestorben am 21. Oktober 1402. 1402? 1702. Die paar Jahre. Mach ihn doch nicht älter, als er ist. Er ist vor seiner Geburt gestorben. Das kann auch nicht jeder davon sich behaupten. Oh, ja. Können wir weiter? Ich fühle mich hier nicht sicher. Alter, Klappe. Ich bin hier rechts. Oh. Was? Mal ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir lang gegangen sind, um alles zu kriegen. Wir dürfen nur nicht durch das Gratentor. Genau, ja, Exit wäre rechts. Also gehen wir erstmal links lang. Ich folge dem Flacharsch. Ja. Ah, hier bei der Ecke sind wir. Hier liegt Abraham Alistair, verstorben am 13. Februar 1699. Pactum feri infectum non potest. Naja, Gesundheit. Ja, bestimmt, wenn sie sich auszieht, ein Hängearsch.
Es holt uns nicht ein, solange wir nicht anhalten. Ich hoffe, du hast recht. Deswegen, ja. Er ist so festgepresst, das ist ja schlimmer wie bei einem Teenager. Geh du da mal dran, da war ich beim letzten Mal schon. Okay. Ja. Ach, das ist der Anhänger. Entschuldigung. Ach ja, hier haben wir das heile Familiengrab. Dennis F. Clark. 19. April 1951 bis 16. Januar 1972. Jemand dieses Grab besucht. Liebter Sohn und Bruder. Liebte Tochter und Schwester. Weil jetzt hatte ich das jetzt auch mit dem Blumenstrauß, dass ich den erst zur Seite packen muss. Und hier Megan. 1960 bis 1972. Der ist 12 geworden. Plus minus. James T. Clark. Liebevoller Vater. Naja. Naja. Der Suffkopf. Und hier liebevolle Mutter oder was? Naja, N. Clark, liebevolle Mutter. Ja. Raus, ich will schlagen. Hä? War hier hinter uns nicht noch was? Warte auf mich, Flacharsch. Die hat wirklich ein sehr... Sag mal, geh mir doch mal aus dem Weg, wenn du nicht schneller läufst. Ich hab gar keinen Arsch. So, das geht von Rücken gleich flach in runter. Beine über. Naja. Okay. Hab dich, du bist. Nichts Neues. Ach, geh weiter, Angie. Ja, von hier sind wir gekommen. Genau, jetzt müssen wir hier links. Dann haben wir eigentlich alles abgesucht. Ja. Also siehst du, da ist noch was. Wen haben wir denn hier? Hier liegt Thomas Freeman, Gouverneur und Friedensrichter, verstorben am 30. Juli 1701 und seine Frau Mary Freeman, von uns gegangen im Februar 1699. Hm. Was? Er sich dahin kniet. Er musste mal. Ah. Angeguckt. Ja, dann geh mal durch. Ja. Wo bleibst du denn? Nee, ich bleib hier ist so muckelig. Ohne quietschen, weißt du? Nach all den Jahren quietscht dieses Tor noch nicht mal.